Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorstellung einer skurrilen 70er-Jahre-Spielekonsole, dem OLX 2001. The Game Machine mit eingebauten Spielen wie Shooting Gallery, Blackjack, Code Hunter, Grand Prix und mit einer Tischrechnerfunktion. Wahnsinn, in Deutschland auch erschienen unter eigenem Namen, nämlich als der Spielecomputer Bingo 2000. Ja, also, schauen Sie und staunen Sie. Viel Spaß. Werfen wir zunächst einen Blick auf die charmante Umverpackung unseres Bingo 2000, oh Mann, Entschuldigung. Fernsehunabhängiges Tischspiel, Größe 28x17x18 cm, 4 Spiele mit zusätzlichem Rechner, Schießspiel, Kartenraten, Zahlenjäger und Grand Prix. Alle Spiele mit akustischen Effekten für Familien- und Einzelspiele. Und da sind die 4 nochmal. Auf der Seite fernsehunabhängig, der Spielecomputer Luxus, Spielekonsole, Rechner, Schießspiel, Kartenraten wie Blackjack. Ja, das ist nicht wie Blackjack, das ist Blackjack, nur so dämlich eingedeutscht, dass es einer Erklärung bedarf. Genau wie Zahlenjäger, das ist Code Hunter bzw. Mastermind. Grand Prix Super Autorennen, 6x1,5 Volt Babyzellen, handelsübliches Netzteil, 9 Volt, noch 180 mA geht auch, muss allerdings einen 3,5 mm Klinkenstecker haben. Und zum Schluss die Oberseite. Da gibt es noch eine weitere Information, denn es ist nicht nur eine Luxus-Spielekonsole, sondern auch ein Mikrocomputer, und zwar mit 12-stelliger LED-Anzeige. Halleluja, das ist also der Karton. Ja, da steht da nun der Spielecomputer Bingo 2000 in voller Pracht mit seiner Tastatur. 20 Tasten haben wir insgesamt, eine orange Spielwahltaste und der Rest ist so beschriftet, wie man das von einem Tischrechner oder Taschenrechner halt so kennt. Haptik, qualitative Anmutung von der Tastatur einwandfrei, fühlt sich wirklich gut an. Dieses Pendel hier sieht auch gut aus, wunderbar. Hier hinten haben wir ein Gitter, da ist ein Lautsprecher hinter und hier oben haben wir den Bildschirmbereich. Das ist natürlich nicht so ein großer Bildschirm, da kommen nachher so Overlays drüber und dann sieht man schon, wenn man die davor packt, also der Bildschirm, das ist nur diese LED-Anzeige. Die wird durch eine durchsichtige Plastikscheibe geschützt und da fällt auf, ja, so richtig fest sitzt das nicht. Also hier die Qualität im oberen Bereich ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie unten. Auch dieser Print hier, diese Silberumrandung, die ist ab Werk doch schon recht dünn und auch nicht gleichmäßig. Und das hat auch so die Optik eines Spielzeugs, finde ich, und nicht unbedingt eines Mikrocomputers. Kennt man von diesen mechanischen Handspielgeräten von Tomy aus der Zeit. Die waren auch so optisch designt, nur dass das hier qualitativ bei Tomy besser gemacht ist. Gut, wir gehen auf die Seite, da fällt auf, hoppla, man hat einen weißen Kunststoff verwendet, der übrigens sehr hart ist und entsprechend qualitativ nicht so eine schöne Anmutung hat wie die schwarze Oberseite. Hier gibt es einen An-Ausschalter und auf der Rückseite geht richtig der Punk ab bei unserer Luxus-Spielekonsole. Das ist eine Vielfalt von Optionen, die wir hier haben, nämlich unten links ganz versteckt der Eingang fürs Netzteil. Das ist kein Kopfhöreranschluss, das ist fürs Netzteil. Und auf der letzten Seite ist gar nichts. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, der wird festgestellt haben, eingebauter Lautsprecher, kein Lautstärkeregler. Das wird nachher bei den, wenn ich die Spiele erkläre, ganz spannend, wie war das mit dieser, also das Ding ist irre laut, also wie wir das irgendwie aufeinander kriegen, dass man da noch versteht, was ich sage. Wir werden sehen. Okay, dann hatte ich schon gezeigt, es gibt so Overlays, ja, die werden dann einmal auf den Bildschirm und einmal für jedes der 4 Spiele auf die Tastatur gelegt, ja, damit man weiß, welche Taste man drücken muss und die Overlays, je nach Spiel unterschiedlich, geben auch so eine Orientierungshilfe für die Bildschirmaufteilung. Die sind qualitativ super. Die sind stabil, das ist so Kunststoff, also die sind auch abwaschbar und also, ja, wie soll man die Qualität erklären? Ich versuche mal, ob man das hört. Also das ist wirklich überraschend gut, habe ich so in der Qualität auch selten gesehen. Das hat mich sehr überrascht. Ja, zu guter Letzt haben wir eine Spieleanleitung, die ist auf Deutsch, die hat eine kleine Eingangspointe, lese ich kurz vor, da steht, woraus das Gerät so besteht. Und er besteht aus 4 Sets kunststoffbeschichteter unübliche Signale-Programmschablonen. Das sind
die hier. Aber im weiteren Verlauf ist die Anleitung sehr gut aus dem Englischen übersetzt. Das funktioniert wirklich prima. Sie hat nur einen Witz zum Schluss. Da steht dann nämlich, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie uns bitte, wir werden Ihnen umgehend antworten. Ja, das wird schwierig, wenn keine Adresse angegeben ist, weder auf dem Gerät noch auf dem Karton, noch in der Anleitung. Aber ansonsten gibt es darüber nichts zu berichten. Anleitung ist gut. Ja, so haben wir das Gerät jetzt erstmal von außen gesehen und jetzt gucken wir, was da überhaupt für Technik drin ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen an die Unterseite, da wo es weh tut, wo der billige Batteriefachdeckel ist und wo die vier Gehäuseschrauben waren, die jetzt raus sind, und wir sehen dort im Inneren eine 3870er 8-Bit MOSTEC CPU mit 64 Byte RAM, und je nachdem, welche Option da verbaut ist, das weiß ich nicht, die Dinger konnten bis 4 KB ROM adressieren. Veröffentlicht 77 dieser Chip. Ein Computer on a Chip, tatsächlich, das ist ein Mikrocomputer, unser Bingo 2000. Check, Verpackung stimmt, und es kommt noch viel besser, denn die 3870er CPU von MOSTEC basiert auf dem Chipset des Fairchild Channel F, einer Spielekonsole, der ersten übrigens, die der zweiten Konsolengeneration zugeordnet wurde. Mit wechselbaren Spielen, wie zum Beispiel Blackjack, haben wir auch. Autorennen haben wir auch im Bingo 2000. Unser Bingo 2000, Mikrocomputer und Spielekonsole im einen. Hammer, beides bewiesen. MOSTEC CPU übrigens 77 veröffentlicht. In der Anleitung des Weddingtons 2001 steht Copyright 78. Wahrscheinlich wurde unser Bingo 2000 veröffentlicht in 78 oder 79. Jetzt aber genug der Theorie. Jetzt wird gespielt. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, Sie auch. Ach, mir kribbelt in den Fingern. Wir schalten das Ding jetzt ein. Viel Spaß dabei. So. Aus 1979 ist er also und hat eine 8-Bit MOSTEC CPU drin. Der Spielecomputer, wir schalten ihn ein, Ohren zu halten. Piep. Und der Countdown läuft. Und zwar, das ist die Menüanimation. Eine Taste 0 ist 4 Sonderdrücken. Auf der 0 sitzt der Rechner. Der kann die vier Grundrechenarten nach Kommastellen, positiven und negativen Zahlenbereich, und hat einen Zahlenspeicher für genau einen Wert. Es gibt auch Dinge, die er nicht kann, und zum Beispiel ist das ein Overflow-Abfang. Also das ist der Zahlenbereich, plus 1 gleich Error. Dann gibt es eine weitere Schwäche, das ist hier Punkt vor Strichrechnung. 100 plus 3 mal 5, da sollte 115 rauskommen, da kommt natürlich raus 515. Ja, ist das jetzt schlimm? Nein. Also ich habe ja einen zeitgenössischen Commodore-Rechner, so 75, 76, da wird er herkommen. Der ist ein bisschen professioneller, hat mehr Funktionen, aber nativ kann der Punkt vor Strichrechnung auch nicht. Muss man ihn mit Klammern überreden. Also, alles normal. Das heißt, wir nehmen dann endlich das erste Spiel. So, und das erste Spiel, das ist hier das Schießspiel, und welche Zahl man drücken muss, das steht auf diesen Schablonen netterweise immer drauf. Hier die 1. So, und dann steht im Display SD für, ja, für was? Natürlich für Shooting Gallery, denn so heißt das im Original. Das ist natürlich im Chip hart verdrahtet. Das hat man nicht angepasst, sondern halt nur die Overlays verdeutscht. Und es gibt drei Spielmodi, Kreisen, Zickzack und Springen. Und wir nehmen Springen. Jetzt erscheint hier so ein Punkt und den muss man dann treffen. Also hier gibt es eine Lesehilfe mit roten und gelben Punkten, und das findet sich dann hier auf der Tastatur wieder. 30 Schuss haben wir, Zeitlimit gibt es nicht, und wenn wir treffen, erscheint dieses wundervolle Geräusch und der Zähler geht ein nach oben. So. Ja, das ist das Spiel. Ich kürze das ab. Und wenn wir die 30 Schuss verbraucht haben, kommt dieses wundervolle Geräusch und die Punktzahl wird angezeigt. Es ist übrigens relativ leicht. Also man kriegt relativ schnell das perfekte Spiel mit 30 Punkten hin. Und Highscores werden aber nicht gespeichert. Das muss man sich aufschreiben. Und die amerikanische Version, die hat dafür so beigelegt, so
Ja, Score Sheets, da kann man also quasi seine Punktzahlen abspeichern. Da steht auch in der Anleitung immer drin beim amerikanischen Wettdienst, dass es diese Tables gibt. Und beim Bingo gibt es das aber nicht und auch aus der Anleitung sind diese Passagen gestrichen. Ja, das ist das erste Spiel Shooting Gallery, dann gibt es einen anderen Modus Kreisen, das ist im Grunde das gleiche, nur dass dieser Punkt dann kreist, man sucht sich dann am besten irgendwie einen fixen Punkt raus und wenn der dann ankommt, ja, dann drückt man die Taste. Das ist jetzt nicht wirklich spannend. Man kann das Spiel so auch nicht unterbrechen, man muss das Gerät dann ausschalten und wieder einschalten. Ja, und das letzte Spiel hier Zickzack. Ja, das sieht dann so aus. Also im Grunde wieder das gleiche, wie wir eben gesehen haben. Das ist das erste Spiel, das Schießspiel. Ja, und wenn man sich das erstmal so sieht, auf sich wirken lässt, also ich frage mich, was hat sowas eigentlich früher gekostet? Ja, und das zeige ich jetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen über Preise sprechen. 1979 Amerikas CS-Katalog tauchte Redditons 2001 auf für $50, das sind rund 100 Mark gewesen. Kostet damit ungefähr das Doppelte an der Pong-Konsole oder ein Drittel eines Atari 2600, bei dem ein Spiel dabei ist. In Deutschland soll laut einem Artikel der Computerwoche aus Februar 1980 dem Weddingtons deutlich teurer gewesen sein, 199 Mark. Tatsächlich, mein Bingo 2000 hat ein Preisschild auf dem Gehäuse von Karstadt, 79, und da kostet das Ding 99 Mark. Also ungefähr doppelt so viel, wie in Deutschland so eine schwarz-weiß Pong-Konsole kostet, oder genauso viel wie eine Farb-Pong-Konsole mit zwei Schießspielen und einem Gewehr dabei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also so ein Schnäppchen war der Bingo 2000 nicht. Allerdings auf meinem Karton ist das Preisschild auch durchgestrichen und da steht 49 Mark drauf. Ob man daraus schließen kann, wie gut sich das verkauft hat, das wissen wir nicht, aber wir können es erahnen. Und jetzt gucken wir uns die restlichen Spiele an. Das ist Spiel Nummer 2, Kartenraten bzw. Blackjack, und das Overlay unterteilt den Bildschirm in zwei Hälften. Blaue Hälfte ist unsere und die rote Hälfte ist die des Gebers und hier sind die rundherum die Kartenwerte erklärt. Wir starten, kriegen eine 0 mit einem Punkt und noch eine 0 mit einem Punkt und der Computer hat ein J. Ja, was bedeutet das, die 0 mit einem Punkt? Das sieht man hier oben, das ist die Dame, 10 Punkte, wir haben also 20 Punkte und das J, das ist der, wo ist er, da, der Bube. Also wir halten auf jeden Fall. So, und der Computer kriegt eine 8, dann wird es laut, 18, wir hatten 20, wir haben gewonnen. Und das war jetzt Blackjack, jetzt können wir die zweite Runde starten. Das ist eine 10, das ist eine 6, macht 16, das ist ein Ass. Und wir nehmen natürlich bei 16 noch eine Karte, 22, wir haben verloren. Computer hat gewonnen. Ja, das ist im Grunde schon Blackjack und das macht natürlich nicht so richtig Spaß, denn normalerweise, da wird Geld gewettet, da wird gesetzt, ja, entweder ist man pleite oder man gewinnt was dazu. Das fehlt hier natürlich komplett, aber nur beim Bingo, denn beim Reddingtons, da ist wieder so ein Scoresheet dabei und da kann man halt genau diese Dinge eintragen. Was habe ich gesetzt, was war mein Kontostand und so weiter. Aber wie gesagt, beim Bingo fehlt das. Ja, das ist Blackjack. Das ist Spiel Nummer 3, Zahlenjäger, ja, bzw. Code Hunter. Und das Spielziel ist folgendes. Das System hat jetzt einen Code errechnet aus Ziffern von 1 bis 8, vierstellig, und wir müssen den erraten. Dafür drücken wir auf Start und tippen dann zum Beispiel 1122 und dann sagen wir, das ist unser Versuch, und dann kriegen wir eine Rückmeldung in diesen Spalten, nämlich eine Zahl sitzt an der richtigen Position und eine Zahl ist auch richtig, aber die hat die falsche Stelle. Und dann kann man jetzt kombinieren im nächsten Versuch, oh, was könnte das sein? Also drücken wir mal viermal die 1, Versuch, und dann stellen wir fest, aha, es sind anscheinend zwei Zweien in diesem Code enthalten, denn hier wird eine 0 zurückgegeben. Gut, dann nehmen wir mal eine 3 dazu. Versuch. Und dann stellen wir fest, aha, also unsere beiden Zweien sind jetzt schon dabei und eine 3 scheint auch dabei zu sein, denn wir haben jetzt schon drei
Ziffern richtig, an der richtigen Position. Und wenn man sich das jetzt nicht merken kann, was hat mir das System eigentlich für eine Rückmeldung gegeben, dann kann man hier mit diesen Tasten nochmal die einzelnen Versuche durchgehen. Gut, ich hatte es jetzt inzwischen tatsächlich vergessen. 3, 2, 2, 3 hatte ich. Dann nehmen wir jetzt einfach stumpf die 3, 2, 2, 4 und versuchen unser Glück. Das war's nicht. 3, 2, 2, 5, Versuch. Das war fürs Video jetzt wirklich Glück. Jetzt haben wir gewonnen und dann kommt halt dieser Riesenradau wieder, alles blinkt. 4 Positionen, 4 Farben. Hätten wir es nicht rausgekriegt, es gibt auch einen Button Auflösung, dann hätte man sich zeigen lassen können, wie der Code denn gewesen wäre. Ja, das ist Zahlenjäger, das ist im Grunde, kennt man als Superhirn oder Mastermind doch als Brettspiel. Das haben wir hier elektronisch. Ja, jetzt haben wir schon mal 3 Spiele gesehen, aber ich weiß immer noch nicht, warum das Ding hier Bingo 2000 hat. Ich möchte mal wissen, wo der bescheuerte Name herkommt. Wir schauen mal. Bingo 2000, wo kommt der Name her? Ich hatte eingangs erwähnt, das Gerät gab es auch von Reddington's und da, wo bei uns Bingo draufsteht, da steht da Reddington's drauf. Und im asiatischen Raum ist das Gerät auch erschienen und zwar unter der Marke Jericho und da steht Jericho drauf an der Stelle. Könnte Bingo einfach eine Marke sein? Möglich ist es, denn Ende der 70er Jahre, da gab es tatsächlich eine Marke, die zum Beispiel Pong und PC500X-Konsolen vertrieben hat, die hieß Bingo. Und die 2000, ja, das ist Marketing-Sprech dieser Zeit, wie Atari 2600, Intertone VC 4000, Philips G7000 und wie sie alle heißen, 2000, 2001, scheißegal, hauptsache eine große Zahl. Das ist zeitgenössisches Marketing. Wahrscheinlich kommt da der Name her. Klingt im wahrsten Sinne des Wortes komisch, ist aber wahrscheinlich so. Bingo 2000, was für ein Fest. Finale am Bingo 2000 mit Grand Prix, ein Autorennen. Und zwar, worum geht's? Wir sehen hier ein gelbes Fahrzeug, da wird gleich auch unser Fahrzeug erscheinen, nämlich als waagerechter Strich. Und Ziel des Spiels ist es, andere Fahrzeuge zu überholen. Das sieht man hier schon, da geht's lang. Dafür haben wir ein Gaspedal und eine Bremse und mit diesen Tasten können wir unseren Strich hier entsprechend nach oben und unten bewegen. Am Anfang sind wir langsamer als das Feld und wenn wir Gas geben und Gas geben, dann dreht sich die Bewegung quasi gleich vom Fahrerfeld um, das werden wir gleich sehen. Und dann dürfen wir keine Kollision verursachen, denn dann verlieren wir Zeit. 2 Minuten haben wir und außerdem wird es irre laut. Also das will kein Mensch hören. Wir versuchen gut zu fahren und solange wir noch nicht hochgezogen haben, sind wir sicher. Das ist dann wird durch einen Punkt symbolisiert und sobald wir unser Fahrzeug rausziehen, sind wir ein Strich und dann können wir auch Kollision verursachen. Wir starten. Das war das Schlusssignal. 55 Punkte. Was für ein Krach. Ja, damit haben wir jetzt alle Spiele gesehen auf dem Bingo 2000 und jetzt wird es Zeit für ein kleines Fazit.
Ja, das ist er nun, der Bingo 2000. Was sollen wir nun von ihm halten, von dem kleinen Racker? Für 1979, er kann viel, aber nichts davon richtig. Wir gehen das da rein nochmal durch, so einen rudimentären Taschenrechner drin. Wir haben als zweites, hatten wir gehabt, das Schießspiel, die Shooting Gallery. Das geht mit der Pong-Konsole, über Preise haben wir gesprochen, mit so einem Schießgewehr deutlich besser. Dann sind da noch so Pong-Varianten bei, aber wir brauchen Fernseher dafür. Und 1979, Haushalte, meist nur ein Fernseher vorhanden. Und wenn das Kind da dran will, sind die Eltern nicht begeistert, können ein Argument für den Bingo sein. Aber hier schießen mit dem Gewehr auf dem Bildschirm deutlich besser. Dann hatten wir Blackjack. Ja, das kann man spielen. Allerdings ohne Geld, ohne Bank, ohne Wetten ist das auch nur so der halbe Spaß. Aber es funktioniert immerhin. Ja, dann hatten wir Zahlenjäger. Das hatte ich nur so rudimentär erklärt. Mastermind, Code Hunter, verschiedene Namen gibt es dafür. Und das gab es tatsächlich auch als Einzelhandheld von anderen Herstellern elektronisch. War auch nicht billig. 50, 60, 70 Mark zum den Dreh für das gekostet haben. Das ist natürlich noch schon Spielbrett dabei, wo man seine Pöppel reinstecken kann, um besser zu kombinieren. Zwei Spielmodi hat dieses Gerät hier, aber das ist beim Bingo zum Beispiel schon mit drin. Naja, und dann hatten wir noch das Autorennen. Ja, für unter 100 Mark ein Autorennen zu kriegen 1979 ist schwierig. Die einzige Variante, die mir da so einfällt, das sind diese elektromechanischen Tomi-Geschichten. Das geht schon eher in Richtung Spielzeug hier im Sears-Katalog für 10 Dollar. Ich denke auch so 20, 25 Mark wird das auch schon gekostet haben. Naja, und vom Spielerischen her ist das Bingo 2000 Autorennen da tatsächlich anspruchsvoller. Das muss man auch sagen. Also vieles drin, von allem ein bisschen. So richtig überzeugt hat uns nichts davon. Aber der Name spricht natürlich für sich. Und dann die Frage, braucht man das in seiner Sammlung? Nein, nicht wirklich. Wenn man eins sieht und es irgendwie lieb hat, dann nimmt es mit nach Hause, hegt und pflegt es. Der kleine Bingo wird sich freuen. Ja, wie ordnet man das denn jetzt ein? Also das hier ist jetzt eine echte Konsole der ersten Generation. Und der Bingo hat ja tatsächlich einen Mikroprozessor und gehört eigentlich in die Liga der zweiten Generation, wie Atari VCS und so. Interton. Ja, Halleluja. Aber ist es das denn? Streng genommen ja. Bingo 2000, Konsole der zweiten Generation. Allerdings finde ich persönlich, es geht schon in Richtung Spielzeug, professionelles Spielzeug. So richtig eine Spielkonsole, finde ich, ist der Bingo 2000 nicht, aber das ist nur meine Meinung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interesse und alles Gute. Bingo!